Hey, oh Menschen, ich melde mich zurück zur GPL, Spieltag 12. Das ist tatsächlich schon der vorletzte Spieltag, bis wir unsere Teams ein bisschen umstrukturieren können, vier Pokémon rauswerfen können und vier Pokémon reinpacken können. Und darauf bin ich tatsächlich sehr gehypt. Ich bin noch am Überlegen, welche Pokémon ich reinpacken werde. Aber ich bin mir sicher, dass ich mein Team sehr offensiv werden, gestalten werde. Das schon allein aus dem Grund, weil ich gesehen habe, wie mein heutiger Gegner zum Beispiel spielt. Denn der liebe Pokebart, sie hat einfach, man muss einfach zugeben, in der Liga 2 das beste Team. Es ist offensiv, man hat keine Switch-Ins. Es sind so Pokémon dabei, da wo man sich denkt, man muss da offensiv spielen. Defensive bringt da nichts. Also Krebutak, da habe ich wirklich nichts im Team, außer eventuell Toxicroak, das checkt. Und der physisch-defensive ist Megatotok, was ich auch hier dabei habe. Oder Pokémon wie Diggersby, Salamence und auch im Glurak Y. Das sind einfach krasse Wallbreaker und da hat sie wirklich alles richtig gemacht. Und ja, hat mich beim Teambuilding echt ins Schwitzen gebracht. Was ich hier bei diesem Team oder bei diesem Kampf versucht habe, ist ein, ja, etwas sehr offensiv zu spielen. Etwas sehr offensiv ist gut. Und das werde ich damit erreichen, dass ich hier mal ein Lead-Turbutz ausprobiere. Keine Sorge, kein Explosionsturbutz. Es ist ein Turbutz mit Kehrtwende, Flammenwurf, Kraftreserve Eis, Psychoschock und Tarnstein. Es soll eigentlich nur dazu da sein, die Tarnstein herauszubekommen. Und ich habe mich gerade versprochen, nicht Flammenwurf, sondern eine Kehrtwende. Kehrtwende wegen Switch Advantage, was ich eigentlich ganz wichtig finde, und dass ich nicht von Quardon total weggewallt werde. Das werde ich nämlich, wenn ich Kraftreserve Eis und Psychoshock only auf dem Set habe. Und das möchte ich natürlich nicht. Des Weiteren spiele ich hier ein Demeteros mit Schwertanz. Wenn ich mich nicht irre, ist da auch Delegator drauf, aber da bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Also, es hat jedenfalls Schwertanz, Erdbeben, Abschlag, wenn ich mich irre, und eventuell Steinkante, oder da fragt mich. Hier ist es auf jeden Fall ein, ja, Schwertanz-Set, womit ich echt stolz bin. Und man sieht ja auch, ich versuche hier ein bisschen auf mein zukünftiges GPL-Team umzusteigen und offensiver zu werden. Ja, des Weiteren habe ich noch ein Pixie, welches eigentlich Last Minute reingekommen ist, so heißt es auch. Und das war ein totaler Fehler. Es hat nichts gemacht in dem Kampf, es war wirklich, ich hätte es nicht mitnehmen sollen. Da wäre wirklich, wäre ein anderes Pokémon besser gewesen. Ich hatte einfach sehr viel Angst vor seinem Salamence, und ja, deswegen habe ich auch gerade dieselbe Eis auf Turbutz. Des Weiteren habe ich noch ein Rotomid, da habe ich auch in letzter Sekunde wirklich den Irrlicht über die Leitteiler gepackt, was total hirnrissig ist. Denn Rotom war dafür da, dass ich diese Threads, oder für mich die Threads ausschalten kann, und zwar Florgist, Gudwar und Charizard, die ja alle drei dabei hatte. Und ja, ohne Leitteiler geht das natürlich nicht. Es ist ein Subs. Es sollte ursprünglich ein Subspit-Set sein. Aber ich hatte einfach zu sehr Angst vor diesen physischen Pokémon, und deswegen wollte ich Irrlicht dabei haben. Ich habe auch gedacht, dass Überreste an sich als Recovery reicht, aber ich wollte ja auch irgendwie Damage auf diese Pokémon drauf bekommen, und Gudwar wird dadurch halt echt extrem hart zerstört, und Charizard ist einfach so, es greift dich an, du kannst hier mit Pain Split dich hochheilen. Habe ich leider nicht gemacht, es wird auf jeden Fall ein Nachteil, und das hat man auch im Kampf gemerkt, denn ich habe nicht wirklich Switch-Ins in einige Pokémon, welche mir Rote mit Leitteiler gegeben hätten. So, als nächstes habe ich dann noch ein physisch-defensives Totok. Das ist allein dafür da, dass ich Quardon plus Diggersby plus Butterlander allesamt checken und ausschalten kann. Und als letztes natürlich mein Toxicroak, welches eigentlich nur als Switch-In, beziehungsweise als Sweep-Stop, kann man so sagen, für Quardon da ist, denn Quardon ist ein riesen Threat, auch wenn er ein Sunny Day Pokémon hat, welches seine Wasserattacken schwächt, ist es trotzdem nur noch ein Monster. Ja, Bazi bringt mit ein Krillutak, also ein Florges plus Gudwar, welches total eklig ist. Also, die Sache ist bei diesen zwei Pokémon, ist einfach, dass meine speziell offensiven Pokémon nichts machen können dagegen. Und ja, das ist ein kleines Problem. Dann sein Gravit, sein Donphan und dann noch sein Glurak. Also gerechnet habe ich mit, ja, fast allen Pokémon außer Donphan. Donphan, da habe ich Salamence mehr, also Butterlander, da hätte ich da vor viel mehr Angst. Hätte er die drei Pokémon mitgehabt, ich weiß nicht, wie ich das hätte machen können. So hatte ich auf jeden Fall einen kleineren Vorteil, den ich, ja, in diesem Kampf euch auch ein bisschen
zeigen kann. Also, los geht's. Ja, sie will mit dir kämpfen. Ich fange mit meinem Turbots an, wollte jetzt erst die Tarnsteine rausbekommen, denn das war mir sehr wichtig. In dem Punkt habe ich natürlich voll vergessen, dass er sehr oft mit seinem Glurak Y leadet. Im Nachhinein hat er mir erzählt, dass dieser Switch eigentlich nur daraus aus war, dass er mit einer HP Walk gerechnet hat, mit der ermöglichen. Ich bin hier für Psychoschock gegangen, weil ich wusste, okay, wenn er drin bleibt, ist dieses Glurak schon gut gedamaged und ich kann danach meine Tarnsteine rauslegen. Denn Damage auf diesen Glurak wird extrem wichtig sein. Im Nachhinein betrachtet ist es eigentlich ganz schön dumm gewesen, denn Turbots ist mit einer der wenigen Checks in meinem Team für Glurak Y. Ich kriege hier auf jeden Fall noch ein bisschen Schaden auf sein Florges, während er sich hier mit Wunschtraum gleich wieder gegenheilen kann. Ich predikte das hier, habe die Tasche ausgelegt und will auch direkt wieder raus. Mit einem Switch-Out habe ich jetzt hier nicht gerechnet, weil da hat er eigentlich gar keinen Grund zu. Er wollte hier wahrscheinlich erstmal nur scouten, was ich für Moves auf meinen Turbots habe. Ich gehe auf Ausschlag und ja, jetzt sieht man schon, inwiefern dieses Rotom, das übrigens speziell defensiv ist, nicht so gut ist, als wenn es Leitheiler gehabt hätte. Ich kann hier eigentlich ganz safe für einen Delegator gehen. Der Grund, warum ich Delegator habe, ist bei Florges erstens, dass er eventuell Toxin haben könnte und dass ich das dann so abfangen könnte. Für gut war zweitens, dass er einen Dracometer über spammen kann und so es immer wieder weniger Schaden macht. Und Glurak Y drittens, ich bin einfach dann Sub und kann es dann mit einem Donnerblitz ausnehmen und ja. Das war eigentlich der Plan hinter Rotom Heat, deswegen habe ich auch den Psychok am Anfang gemacht, so, das war mein Plan. An sich hat es nicht funktioniert. Jetzt mache ich hier ein paar kleinere Missplays, und zwar bleibe ich hier drin, mache Delegator, scoute, was er so einsetzt. Und er revealt hier die Schlammwurbel, bedeutet, ich kann auch nicht in Pixie so einfach gehen. Und ja, hätte ich hier wirklich mein Chirox dabei gehabt, mit der Ockerberry, dann wäre ich so viel besser dran gewesen, aber ja, was soll man machen? Ich war wirklich aufgeregt beim Teambuilding auch, während dem Kampf. Da war ich ein bisschen nervös. Beim Teambuilding, es war einfach nicht gut. So, er geht hier für Schlammwurbel, kriegt zwei Quits. Die haben tatsächlich gemattert, es hätte ohne Quit, das auf jeden Fall 20 bis 28, glaube ich, keine Ahnung. Also es hätte nicht ausreichen müssen, sagen wir es mal so. Hier habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass er sicherlich nochmal im Schlammwurge einsetzen wird. Und in dem Punkt habe ich auch gedacht, dass es eventuell ein Choiced Viscogon ist, denn er hat bis jetzt seinen Move noch nicht geändert. Aber es könnte auch nur einfach nur Bazis Strategie sein, dass er jetzt auch noch auswechselt. Dass er mich eben glauben lässt, dass er Choiced ist. Also es ist gut gemacht. Er geht hier in sein Donphan. Will hier den Ice Leap abfangen und ja, ich kriege hier auf jeden Fall guten Damage raus, den ich sehr gebrauchen könnte. Und ich bekomme Freeze. Ja. Der ist mighty unfortunate. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht, was Donphan in diesem Kampf gemacht hätte. Denn es gibt genug Pokémon, die dieses Pokémon ausschalten. Also Toxicroak und Landorus sind die einzigsten, die ihm nicht so viel Schaden machen, aber die anderen, ja, one-shotten das tatsächlich. Aus dieser Range, in die Toxicroak es gebracht hat. Aber naja. Er geht hier wieder in sein Florges. Und ja, da möchte ich natürlich nicht drin bleiben. Ich könnte natürlich einen Psychoschock rausknallen. Würde mir an sich nichts bringen, denn es macht nicht mehr als 50%. Er kann sich mit Wunschtraum wieder gegenheilen, deswegen gehe ich einfach wieder Whiteout diesmal in mein Demeteros T, weil ich langsam ein bisschen Druck auf meinen Gegner ausüben wollte, indem ich einfach einen Schwertanz einsetze. Er revealed hier tatsächlich die Aromakur. Ich habe auch bei Rotom Heat, das war wirklich das schwerste Pokémon, was ich gemacht habe. Da habe ich tatsächlich überlegt, ob ich ein Sub-Toxic-Set mit Pain Split spielen wollte. Aber an sich wäre das sehr fatal gewesen, weil ich, wenn ich Donnerblitz genommen hätte, hätte ich, ja, dann wären Pokémon wie Diggersby plus Donphan Problem gewesen. Hätte ich nur Overheat genommen, hätte ich zu viele Setup, wäre Rotomit ein zu großer Setup-Forder für viele seiner Pokémon. Und deswegen habe ich mich zu diesem kuriosen Set entschieden. Ich habe den Schwertanz auf jeden Fall rausbekommen. Er ist sehr risky, geht in seinen Glurak Y. Ja klar, also an sich war das ein Play von mir, der weniger durchdacht war, denn was hätte er machen sollen mit seinem Florges? Er hätte niemals drin bleiben können. Also, dass er auch nicht in Donphan gegangen ist, war interessant, aber dass er diesen risky Play jetzt hinbekommen hat, war auf jeden Fall in seinem Favor, kann man so sagen.
So, und ich hoffe einfach mal, dass ich mit rotem Heat einen Flammenwurf gut tanken kann. Jetzt sind wir gespannt, das ist speziell intensiv und ja, von 90 auf 13 KP mit einem Quit, der an sich aber nicht gemattert hat, also ist das nicht schlimm. Vielleicht hätten die Lefties mich dann noch in eine Range gebracht, wo es nicht ausreicht, aber ja. Und man sieht, rotem Heat hätte mit einem Pain Split, glaube ich, mehr Arbeit machen können. Ich hätte es einfach anders gespielt, das ist die Sache. Naja, rotem Heat ist jetzt schon so früh raus, weil ich einfach, ich musste einen Safe Switch in Toads bekommen. Toads ist jetzt die einzigste Hoffnung, denn das uns bietet die wirklich jedes Pokémon und kann sehr viel Schaden drauf austeilen. Bedeutet, ja, ich gehe nochmal für den Psychoshock, wusste aus dieser Range, in der Glurak Y war, wird das auf jeden Fall ausreichen und auf diesem Florges kriege ich schon mal sehr guten Schaden drauf, da wo ich glücklich war. Ich bin mir sicher, er wird jetzt im Wunschtraum gehen. Bedeutet, ja, ich, eigentlich habe ich gedacht, ich werde hier jetzt einfach nochmal Psychoshock machen, oder? Genau, das war richtig. Und ja, er geht hier für Schutzschild, will natürlich wieder ein bisschen Recovery bekommen. Aber mir war jetzt dieser Wunschtraum zu blöd, bedeutet, ich mache doch noch Psychoshock. Ich dachte, ich gehe für U-Turn. Ja gut, Psychoshock und eigentlich wäre im Nachhinein betrachtet ein U-Turn besser gewesen, denn ja, Landorus hätte jetzt nochmal reinkommen können und hätte den Schwertanz einsetzen können. Da hätten wir vielleicht nochmal dieses 50-50-Gespiele machen können zwischen Glurak Y und Landorus. Aber naja. Ich gehe jetzt auf meinen Überbiss. Habe eigentlich keine so wirkliche Wahl. Habe auch mit dem Schutzschild so ein bisschen gerechnet. Und es war ein ziemlich riskanter Play. Es hätte anders ausgehen können. Aber an sich war ich mir sicher, er wird sein Florges behalten wollen. Bedeutet, ich habe da nichts an sich zu verlieren. Außer mein Toxicroak. Ich gehe darauf hin für einen Gangshot. Auf dieses Florges, während er auf sein Donphan wechselt. Ja, die Sache ist, es würde natürlich nicht viel machen, aber dieser Damage hätte mir sehr geholfen, weil ein Toxic ist gar nicht so an, so gar nicht so, wie sagt man, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie man das sagt, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass der kommen kann, genau. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, Mülltreffer plus Ice Punch sollte dieses Donphan ausnocken, also Mülltreffer plus Poison plus Ice Punch. Aber leider habe ich den gemisst, ist an sich nicht schlimm, bedeutet, ich kann, weil ich hier einfach wieder meinen Toter gehen kann. Hab eigentlich mit dem, mit den Tarnsteinen gerechnet. Aber ein Abschlag, dass er den mir jetzt revealed, ist auch okay. Er hat wahrscheinlich mit meinem Demeteros oder mit meinem Turbots gerechnet. Ja, das ist natürlich nicht schlimm. Ich gehe für die Mega-Entwicklung, gehe safe für einen Eisstrahl. Auch wieder ein bisschen predictable. Denn, ja, was will er mit Donphan gegen Turtok? Also, an sich habe ich mir auch gedacht, was will er mit Donphan gegen mein Team? Und ich kriege wieder einen Freeze. Das ist auch wieder so nebenbei. Der ziemlich hart seinen Plan ruiniert. Für mich, ich war ziemlich froh drüber, weil ich habe einfach keinen Ausweg mehr gesehen, hätte ich diesen Freeze jetzt nicht mehr bekommen. Bedeutet, jetzt kann ich hier safe in mein Demeteros gehen, safe gegen den Freeze. Und er kann auch wieder auswechseln. Er geht in sein Slimer, was ich perfekt finde, denn ich glaube, ein Erdbeben würde sogar ausreichen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Double ist oder ob ich einfach nur einen Draco predikte. Achso, ich scoute jetzt für einen Eisstrahl und gehe auf mein Pixie. Es ist ein physisch defensives Pixie, einfach wegen Salamence plus Crawdon plus Ligaspi. Ich musste wirklich dieses Pixie mitnehmen. Gott sei Dank überlebe ich eine Schlammwurge und es ist auch kein Balschall-Slimer, also Viscogon. Das ist sehr gut, jetzt kriege ich die Toxie draus und das ist wirklich extrem gut für mich gewesen. Hier kann ich nochmal für ein Schutzschild gehen, ein bisschen stallen. Hilft mir auf jeden Fall in the long run, wie man ja so gerne sagt, sehr gut aus, dass ich dieses gut war, eventuell in eine Range packen kann, wo Turbots mit einem Psychoshock dann killen kann. Das ist natürlich extrem gut. Aber ich glaube, ich habe mich hier im Endeffekt auch entschieden. Obwohl, ich glaube, ich gehe für Turbots und mache den U-Turn, ne? Ja, ich glaube nämlich, habe ich meinen Play gemacht. Oder eventuell habe ich sogar im Tarnstein ausgelegt, ich weiß nicht. Dieser Kampf ist ein bisschen her, ich habe den direkt nach dem Kampf, nachdem KOHs Kampf hochgeladen wurde, habe ich den gemacht. Und ja, gehe für die Kehrtwende. Also war es doch schon in diesem Punkt und dass ich diesen Schaden rausbekommen habe, ist unglaublich huge. Denn dieses Quadrant ist eventuell oder beziehungsweise sehr wahrscheinlich ein Focus Sash und ich kann hier in mein Toxicroak gehen und es wieder rausgehen. An sich
Ja, war dieser Frank-Switch einfach wieder obvious, weil er den Rocky-Helmet hat, der mir ziemlich zusetzt. Ich gehe für einen Mülltreffer und hoffe einfach nur auf die Poison, wirklich. Und ich krieg sie Gott sei Dank. Also, Gott sei Dank hat mein Mülltreffer hier wirklich getroffen. So, ich kann hier seinen Donphan mit der Vergiftung ausnocken. Und ja, er hat hier eigentlich auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Er muss hier wirklich in seinen Charizard gehen und mich Revenge killen. Ich kann hier eventuell nochmal ein bisschen Damage mit dem Tiefschlag rausbekommen. Aber er revealed hier tatsächlich einen anderen Move, und zwar Irrlicht. An sich war mir Irrlicht in dem Punkt egal, weil mein Toxicroak sowieso nur noch Fodder war. Ja, auch aus dem Grund, dass ich mit jedem Live-Hop-Hit gestorben wäre. Und dass ich sowieso in dieser Range war, da wo mir Toxicroak nichts gebracht hat. Und ich wusste, wenn ich Turbo dann wieder safe reinbekomme, kann ich sein Team sehr gut damagen. Und in dem Punkt war mir Turbo auch insofern wichtig, dass ich es nicht mehr irgendwie drin lasse, wenn er jemand mein Focus Sash kaputt machen könnte. Denn dieser war mir extrem wichtig, denn ja, das wird man auf jeden Fall sehen. Ich hoffe hier eigentlich tatsächlich darauf, dass er nicht au auftaut. Und das passiert Gott sei Dank noch nicht. Ich habe auch tatsächlich damit gerechnet, dass er hier, wenn er auftaut, dann den Wunschtraum einsetzt. Und ja, ich weiß nicht. Jetzt geht er auf jeden Fall für ein Schutzschild. Hofft, dass er auftaut. Ich gehe für Kehrtwende, weil es mir mit Turbo einfach zu risky war. Ich wusste nicht, ob ein Psychoschock ausreicht. Und ich will meinen Focus Sash natürlich behalten. Ich gehe auf meinen Demeteros, kann jetzt eigentlich wieder einen Schwertanz raushauen. Sein Charizard ist eigentlich in der Range, wo jeder Hit reicht. Wenn ich mich recht erinnere, hat dieses T-Bone nur Schwertanz, Erdbeben und Steinkante. Ich weiß nicht mehr, was der letzte, vierte Move war. Eventuell Knock-Off, aber keine Ahnung. So, leider verliert hier die Sonne wieder ihre Intensität. Wäre nämlich jetzt in Glurak gegangen. Und ich weiß nicht, wie das gelaufen wäre. Ich glaube, der hätte ein kleines Problem gehabt mit seinem Flammenwurf, der nämlich nicht mehr so viel Schaden gemacht hätte. Auf jeden Fall geht er hier in sein Quarter und ich bin mir sicher, mein Toter kann hier jeden Hit tanken, auch wenn er ein Schwertanz-Set ist. Ich outspeede ihn. Glaube ich jedenfalls. Ich glaube, ich müsste genug Speed-Investment haben, damit ich dieses Pokémon outspeeden kann. Und hier zeigt sich, wie dieses Toxin sich bezahlt macht. Ich kann hier einfach für Aurasphäre gehen. Und mit der Kombination aus Aurasphäre, Tarnsteine und der Vergiftung ist dieses Pokémon wirklich in der Range, wo eine weitere Aurasphäre, obwohl ich jetzt auswechsle, ich habe nichts gesagt, ausreicht. Ich rechne hier tatsächlich wirklich mit jedem Move außer Eisstrahl. Und er geht hier für eine Sludge Wave. Also, es war ein sehr risky Play, denn mein T-Bone war eigentlich mein wichtigster Link in diesem Moment. Und ja, ich gehe deswegen, ja, ein bisschen schlecht würde ich jetzt nicht sagen, sondern eher risky von mir gespielt. Gehe für Erdbeben und kann dieses Gut dann nochmal ausnocken. Also, ja, Gott sei Dank. Und hier ist ein Punkt, ihr müsst wissen, mein Demeteros hat die Kiroya-Beere. Und ich war mir sicher, dieses Demeteros ist nur für sein Digaspeed da. Ach, Kraftkoloss, genau. Das war der letzte Move. Und wenn ich noch keinen Sword Sense habe, wird ein Kraftkoloss mit diesem Angriffsinvestment, das ich habe, nicht ein Digaspeed ausmachen. Das bedeutet, ich war eigentlich gezwungen, Kraftkoloss auf meinem Demeteros zu spielen. Und ich hatte hier keine Angst vor Ice Punch, weil ich eben diese Kiroya-Beere hatte und ich konnte jeden Move tanken. Und ja, da war ich auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich mit diesem Digaspeed nicht mehr dealen muss. Und jetzt nur noch irgendwie in meinen Turbo-Safe reinbekommen muss. Und ja, sein Team cleanen kann, denn wenn man sich jetzt sein Team anschaut, es ist eigentlich vorbei tatsächlich. Ich muss jetzt nur noch meinen Turtok sacken. Er wird jetzt wahrscheinlich in sein Mega Glurak Y gehen. Und das Spiel ist in meiner Tasche. Bedeutet, ich werde ja dieses auch tun. Ich bleibe jetzt mit meinem Turtok drin und werde diesen Flammenwurf tanken, wahrscheinlich auch drauf gehen, aber das ist auch an sich egal, denn ich muss ja nur noch in Tods gehen und warte mal. Was tut er da? Er geht wirklich in. Nein! Was soll das? Flammenwurf! Das kann doch Burn! Nein! 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 Tod's! Okay, der Fokus-Gott ist noch da. Und!
Nein! Nein! Der Win ist weg! Ja, so ungefähr war meine Reaktion, vielleicht nicht so untertrieben, sondern ja, es sollte einfach nicht sein. Ich war viel zu greedy, wollte das 3-0, es war eigentlich so, es war so vorbei, wirklich. Ich hätte meinen ersten Platz behalten können. Hier übrigens nochmal Max Damage, ich habe 248 KP Investment. Und ich verliere hier wirklich, weil ich übermütig wurde. Und das war wirklich uncool. Ich bin so. Also, es ist von Hex her ausgeglichen gewesen. Aber ich weiß nicht, inwiefern der Freeze auf sein Florges gemeddert hat, denn ich hatte einfach genug Pokémon, die diesen Schaden zufügen konnten. Klar hätte er immer wieder Wunschtrauben heilen können, aber Demeteros hatte immer noch Schwertanz. Er hätte so oder so immer wieder in seinen Glurak gehen müssen und Turbos wäre dann immer wieder reingekommen, hätte es mit Psychoschock killen können. Also, ja, worauf wollte ich hinaus? Es ist einfach, ich bin so mad auf mich gewesen, wirklich. Ich war entsetzt von mir. Aber nichtsdestotrotz war das ein guter Kampf. Ich war zwar so traurig, ich war so traurig. Ihr könnt das gar nicht glauben. Ich war aber nicht mad auf Barzi. Es war wirklich ein echt extrem geiler Kampf. Es war wirklich ein cooler Kampf. Und dafür lasst mal bei Barzi Like da. Warte mal, hä? Und sonst gibt es noch zu sagen, dass im nächsten Part oder im nächsten Video ich gegen Philipp spielen werde. Da werde ich auch mal ein bisschen hyper-offen spielen. Ich will mich da ein bisschen reinfinden. Und ja, freut euch auf jeden Fall darauf. Und wir sehen uns dann im nächsten GBL-Kampf wieder. Bis dann, no.